Ich bin die Andrea Schwarz, Personalleiterin bei der ITM AG in Garching am Forschungszentrum. Wir forschen nach neuen Medikamenten für die Tumorkrebstherapie. Wir vertreiben unsere Produkte auch schon in über 50 Länder weltweit und haben auch eine Studienphase 3 laufen für die Entwicklung eines neuartigen Arzneimittels. Ja, wir suchen immer wieder Werkstudenten für uns. Aktuell sind wir 115 Mitarbeiter und da gibt es schon den einen oder anderen Bedarf auch im Bereich Praktikum, vor allem in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und auch im Bereich Qualitätssicherung hauptsächlich. Praktikanten sollten bei uns aufgeschlossen sein, motiviert und engagiert sein. Man kann bei uns viel gestalten, es ist nichts fest vorgeschrieben, sondern man kann sich wirklich einbringen und daraus eine tolle Arbeit machen. Werkstudenten oder Praktikanten bekommen bei uns eine Bezahlung über den Mindestlohn. Wir bezahlen normalerweise 12 Euro die Stunde. In unserer Firma ist es so, dass wir lieber Masterstudenten als Bachelor einstellen, aus dem Grund, dass sie einfach schon mehr Wissen mitbringen und wir können uns auch gut vorstellen, eine Masterarbeit zu betreuen. Bei einer Bewerbung achten wir hauptsächlich auf die Erfahrungen im Rahmen des Studiums, ob man schon Praktika gemacht hat, möglichst in der Industrie, das ist immer von Vorteil. Weil dann hat man einfach diese Praxis schon mal gesehen und wir achten auch darauf, was der Student später anstrebt, wohin man will, in welche Richtung und versuchen dann möglichst passgenau eine Stelle zu finden oder ein Praktikum anzubieten. Wir sind ein junges, engagiertes Unternehmen im Bereich der Radiopharmazie, sehr innovativ. Wir stellen eigentlich die Medikamente von morgen her. Wir sind einzigartig mit der passgenauen Tumortherapie, Tumorbekämpfung und auch Diagnostik. Passion for Precision ist unser Leitmotiv. Danach arbeiten wir und es ist auch diese Präzisionsonkologie, die wir letztendlich verfolgen, dass wir den Patienten passgenau behandeln mit der richtigen Medikation. Und das motiviert auch die Mitarbeiter bei uns, dass man weiß, dass Patienten weltweit geholfen wird durch unsere Therapie.